Liebe von, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück beim Vogt, aber der hat sich gerade in der Zwischenzeit, wo ihr nicht dabei wart, hat er sich irgendwie davon gemacht. Ich vermute ja zum Mittag, aber ich weiß nicht genau. Wir wollten ja oben ein bisschen einbrechen, um nochmal diese schwarzen Bücher zu studieren. Wäre natürlich blöd. Oh, schaut mal, wir können jetzt einfach öffnen. Dann ist ja alles gut. So. Privater Bereich. Ja, ich meine, wenn er uns hier findet, können wir uns bestimmt rausquatschen. Ist er hier? So, und das Ding lag doch hier irgendwo auf dem Tisch. War das das? Nee. Verdammt, ich hab's echt vergessen, wo das gelegen hat. Die schwarzen Chroniken. Ja? Hat er die weggelegt, möglicherweise? Oder waren die hier nebenan? Schloss knacken sehr schwer. Da kommen wir nicht so einfach rein. Auch alles sehr schwer. Also, verdammt. Könnte es echt sein, dass er die Chroniken weggepackt hat? Warte mal, wir gucken mal ganz genau auf die Karte. Aber da steht, die Chroniken sind auf der anderen Seite. Sie sind beim Schreiber. Gut. Dann sind wir hier falsch. Dann müssen wir sowieso nochmal auf die andere Seite gehen. Alles klar. Hatte ich das echt falsch in Erinnerung? Ich würde auch interessieren, was er da gerade macht. So, hier liegt jetzt nichts mehr. Okay, die sind beide wohl zum Essen gewesen und jetzt kommen sie zurück. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Ja, grüß dich. So, der Vogt geht auch. Sehr schön. Dann gucken wir mal oben. Hier war das doch, ne? Ja, genau. Alles klar. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist sogar gar nicht illegal, was wir hier tun. Aufgabe aktualisiert. Okay, aber wir müssen ja erstmal noch entscheiden, was wir hier wirklich rausgefunden haben. Deswegen müssen wir jetzt nochmal durchgehen. So, okay. Das ist Raub. Reiner Raub. Nee. Reiner Raub. Okay. Allein schon der Raub führt dazu, dass jemand zum Tode durch den Strick verurteilt wird. Ja gut, dann muss das ja für die anderen auf jeden Fall... Achso, es gibt natürlich noch schwerere Strafen vermutlich. So, Marschik. Diebstahl. Schwert. Versteckt. Flüge und so weiter. Das ist alles harmlos. Frauenmantel gestohlen. Pferd. Drei Ochsen. Okay, Heuhaufen angezündet, zwei Pferde gestohlen, ertränkt, okay. Gut, jetzt haben wir einen Adling, das ist interessant. Diebstahl, Mord und vielzählige Diebstahl. Das ist sozusagen, das könnte hier von diesem Peter betreffen. Ja, das ist ähnliche Geschichte. Aha, als Freiherr wurde er zum Tode durch das Schwert verurteilt. Also dieser Adlige Tod durch Schwert. Gut, das ist Nummer 1. Und die anderen beiden sind einfach Mörder. Der eine vielleicht sadistischer ein bisschen als der andere, ich weiß es nicht mehr genau. So. Das ist wieder Raub. Missetaten. Drei schwangere Weiber. Das ist schon so eine krasse Tat. Mehr als nur den Tod. Fleisch zerrissen, Augen herausgebrannt, Körper zermalmt. Okay. Ja, also das notiere ich mal. Fleisch zerrissen, Augen herausgebrannt und Richtrad zermalmt. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Unterschied gibt zwischen diesem ersten und dem zweiten, zwischen dem Frost und dem Weiß. Die scheinen ja beide irgendwie super fiese Mörder gewesen sein. Okay. Nee, Tonda.
Das war die Quest. Okay, nee, also ich würde mal sagen, der erste Tod durch Schwert und der zweite ist diese super krassen Sachen. Oder die beiden. Betrifft vermutlich die beiden. Gut, ich würde mal sagen, das haben wir soweit rausbekommen. Dann machen wir uns mal wieder auf. Warum laufe ich jetzt gerade so schnell? Und meine Ausdauer regeneriert nicht. Habe ich hier irgendwas aktiviert, dass ich ständig am Laufen bin? Ah, okay, jetzt ist es weg. Alles klar. Wie kommen wir am besten raus? Hier durch, ne? Und dann runter. Gut. Sehr schön. Es wäre natürlich jetzt mal äußerst praktisch, wenn der Henker mal in der Kneipe wäre. Aber der ist nicht in der Kneipe. Wir müssten zurückreiten zu ihm. Gut, bevor wir das machen, würde ich mal sagen, da gehen wir mal hier. Oh, wir haben hier noch einen möglichen Auftrag. Auf jeden Fall sollten wir erstmal zu Bernhard zurückgehen und berichten, dass wir das Banditenlager ausgenommen haben. Das würde ich sagen, ist jetzt erstmal das Nächste. Wo versteckt sich unser Pferd? Da hinten. Ich finde diese Recherche-Quests, wo man in diesen Büchern was nachlesen muss, das finde ich richtig gut gemacht. Das ist mir selten so in Rollenspielen begegnet. Gut, dass wir lesen gelernt haben. Gut, jetzt bin ich aber auch hier mal gespannt, wo denn das nächste Banditenlager ist. Oder ob wir das möglicherweise auch schon erledigt haben. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Na, andersrum ist es doch der Fall. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das höre ich gerne. Sehr schön. Und, das nächste? Ah, schaut mal. Ich glaube, wir haben das nächste schon erledigt. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Sieht aus, als wäre deine Arbeit hier in Rathai getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Ja, prima. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Kumanen treiben dort ihr Unwesen. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Okay. Plündernde Kumanen. Da wird es dann offenbar ein bisschen schwieriger. Ja. Wenn wir noch Zeit haben hier, bevor wir hier wegreiten, dann sollten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen trainieren. Mal gucken, wann wir das noch unterbringen. So, und jetzt habe ich gesehen, hier in der Burg gab es auch noch einen Auftrag. Meine Herren. Im Moment überschlagen sich ja wieder die Ereignisse. So, dann gucken wir mal. Treffen wir den oben an? Oder war das nicht für uns zugänglich hier? Doch, hier. Alles klar. Mensch, da sitzt er hier ganz einfach. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, Herr Hanusch, ich find's auch schön. Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vikarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Okay. Was für ein blöder Name. Und was soll ich mit ihm machen?
Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer, und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Okay, das ist ein Auftrag von ganz oben, würde ich mal sagen. Wir hinterfragen das jetzt auch nicht. Ich würde auch... Wir werden das nicht hinterfragen. Nein, nein. Das ist ein Auftrag und den nehmen wir ernst. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Oh, Waldense. Ja, und wir haben was über den gelernt. Aber uns wird hier Albrecht der Vierte von Habsburg angezeigt. Warte mal, ich guck mal, ob die andere Figur hier auch erwähnt wird. Finde ich im Moment nicht. Bei den Herren von Tallenberg auch nicht. Ne, sind sie auch nicht. Ja, komisch. Vielleicht ist das gemeint. Ist gewissermaßen der eigentlich gemeint. Und sie haben dem nur so einen Kunstnamen gegeben. Albrecht IV. Von Habsburg war ein österreichischer Graf und der Sohn Albrechts III., an dessen Seite er ab 1394 gegen König Wenzel IV. Kämpfte. Tja, ist jetzt nicht besonders ergiebig. Spinko, Hase von Hasenburg. Na gut. Okay. Wir müssen mit diesem Vikar sprechen, wenn es denn soweit ist. Ja, jetzt haben wir natürlich ein paar Zielkonflikte bei den Aufträgen. Jetzt müssen wir ganz kurz mal planen und gucken. Also, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter reiten, sollten wir nochmal mit dem Henker sprechen und beraten, wie das jetzt weitergeht. So, dann müsste unser nächster Weg eigentlich das Lager hier von Herrn Ratzig sein. Das befindet sich hier. Auf dem Weg dahin werden wir nochmal bei der Mühle vorbeischauen. Vielleicht ist da Arbeit. Dann nochmal in Ledeczko vorbeischauen. Hier ist ja auch nochmal ein Müller, aber der ist so weit ab. Aber da geht es um die Arbeit. Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen verschieben. Aber ich habe noch eine Schatzkarte, wo genau auf dem Weg hier sich noch ein Schatz befinden soll. Den werden wir dann noch suchen. Und ich glaube, auf dem Weg hierhin werden wir Merhoet nochmal vorbeikommen, weil leider, wir haben den Gefangenen ja sofort zurücktransportiert. Wir haben jetzt noch nicht allen das Heilmittel gegeben. Ich meine, das ist ein bisschen dämlich. Ich hoffe eigentlich, dass hier Nikodemus und Johanka, dass die das gemacht haben. Warum sollten sie es auch nicht machen? Ne? Gut, also das ist so jetzt mal der grobe Plan. Und Uschütze muss dann im Moment nochmal ein bisschen warten. Vorher werden wir dann... Wir müssen dann auch noch nach Tallenberg und so weiter. Oh Gott, so viel zu tun, Leute. Wahnsinn. Okay, also jetzt als nächstes nochmal auf zum Henker, würde ich sagen. Wie spät haben wir es jetzt? 13:30. Ist er immer noch da? Ich meine, abends treibt er sich in der Kneipe rum. Das würde uns den Weg ersparen. Aber vielleicht würde ich mich gerne sogar noch heute auf den Weg machen. Insofern ist das blöd, wenn wir jetzt bis abends warten. Also reiten wir da jetzt nochmal hin. So, ich lade euch ein, vorzuspulen. Der Weg ist jetzt relativ bekannt. Aber wer weiß, was unterwegs noch so passiert. Dass die Leute einem immer hier direkt vors Pferd laufen.
So. Das ist hier auch so ein komischer Pfad, also wirklich. Wie man das so anlegen kann. Okay, dann kommen wir mal durch den Hintereingang hier beim Klo rein. Da müssen wir nicht durchreiten. So, dann bin ich mal gespannt, ob unsere Analyse jetzt irgendwie hinhaut. Ob wir das überhaupt erfahren, ob es hinhaut. Ein bisschen... ich brauche deinen Rat? Ich brauche deinen Rat. Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken gelesen? Ja. Sag mir, was du weißt. Und ich versuche, etwas daraus zu machen. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus den schwarzen Chroniken beschaffst. Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes vorhaben. Gut, Peter von Dauber. Peter von Dauber hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Insofern glaube ich, er wird geköpft. Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Seine Verbrechen wiegen schwer, aber er ist ein Adliger. Also erwartet ihn kein unehrenhafter Tod. So, bei den anderen erscheint mir es jetzt echt schwer. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also, am ehesten kommt das noch hin mit dem Gevierteilt. Georg Weiß. Achso, Georg Weiß war nicht der Frostherald. Das ist jetzt doof. Hätte ich vielleicht genauer lesen müssen. Wir machen mal kurz Frostherald. Frostherald ist der Schlimmste. Ein Scherge des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Oh Leute, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich da nicht die richtigen Erkenntnisse rausgeholt. Aber interessanterweise kommt jetzt das mit dem Vierteilen bei ihm jetzt hier nicht als Option. Insofern wird das vermutlich für Georg Weiß sein. Aber was ist denn jetzt die schlimmere Strafe? Der Scheiterhaufen oder das lebendige Begraben? Also ich denke mal, 30 Hiebe können wir ausschließen, gefoltert auch, gehängt auch, geköpft auch, denke ich. Ertränkt weiß ich nicht. Also entweder Scheiterhaufen oder lebendig begraben. Ich weiß, wir versuchen es mal. Oder wir machen mal da, wo wir uns jetzt vielleicht sicherer sind, nämlich bei Georg Weiß. Georg Weiß ist ein Er wird von Pferden gevierteilt. Eine harte Strafe, aber gerecht für seine Vergehen. Okay, das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Und bei Herald Frost... Frostherald ist der Schlimmste. So, was ist jetzt das Schlimmste? Scheiterhaufen oder lebendig begraben? Ich sag mal, lebendig begraben. Er wird lebendig begraben. Ist er in Wahrheit eine Frau? Nein. Scheiße. Dann wird er nicht lebendig begraben. Okay. Gut. Dann versuchen wir was anderes. Frostherald ist der Schlimmste. Das war's dann nicht. Dann versuchen wir mal den Scheiterhaufen. Er landet auf dem Scheiterhaufen. Nach dem zu urteilen, was du erzählt hast, ergibt das Sinn. Also, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben alle Möglichkeiten bedacht. Mehr können wir nicht tun. Also, wie sieht der Plan aus? Eines Henkers größter Stolz ist es, jemanden mit nur einem Schlag köpfen zu können. Das ist eine Kunst, die viel Übung erfordert. Aber wenn die Klinge stumpf ist... Ich verstehe, aber wie komme ich an das Schwert? Das wird schwierig. Das Schwert ist eines der wertvollsten Werkzeuge des Henkers. Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Das würde er bemerken. Ist schließlich kein gewöhnliches Schwert. Es ist schwerer.
Die Spitze ist stumpf und die Balance ist anders. Ich könnte deines nehmen und... Das würde ihm auch auffallen. Ein Henker kennt sein Schwert in- und auswendig. Er würde es merken, sobald er es in die Hand nimmt. Also muss ich es stehlen, stumpf machen und zurücklegen, bevor einer etwas merkt. Ja, das ist wohl der einzige Weg. Das wird interessant. Okay. Echt. Wow, klingt nach einer schwierigen Aufgabe. Ich frag mal blöd, ich meinte, ich würde jetzt zum Stein gehen hier, zum Wetzstein und das da stumpf machen, aber vielleicht hat er noch eine bessere Idee. Und wie mache ich es stumpf? Soll ich auf eine Mauer einschlagen? Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Es reicht, den Grat zu verhunzen. Das macht auch weniger Lärm. Hm, gut, das war auch unsere Idee. Okay. Das sollte genügen. So, die Sache mit dem Scheiterhaufen. Es kommt selten vor. Aber ist der Henker unerfahren und das Feuer nicht fachgerecht vorbereitet, könnte er Probleme haben, es zu entfachen. Niemand starrt gern stundenlang auf einen Haufen Holz. Aber wie sorge ich dafür, dass das Holz nicht gut brennt? Das könnte schwierig werden, auch wenn ich es ungern zugebe. Dieser Henker ist kein Anfänger. Er wird das Holz zuerst mit Öl übergießen. Das Öl vertauschen. Was, wenn ich das Öl vertausche oder es mit Wasser vermenge? Das könnte klappen. Aber pass auf, dass dich niemand sieht. Womöglich bewahrt er das Ölfass in seinem Lager auf. Verdünn das Öl für den Scheiterhaufen mit Wasser. Gut. Wow, Leute, was für eine Quest. Ja, ich denke, das haben wir schon rausbekommen. Das sollte genügen. Oder warte mal, vielleicht... Es kommt selten... Aber wie sorge ich... Das könnte... Vielleicht muss man beides machen. Was, wenn ich das Holz vertausche? Nein, er wird es erst kurz vor dem Anzünden mit Öl übergießen. Okay. Gut, naja, wir haben's ja. Das sollte genügen. Nichts ist schlimmer, als dafür lahme oder kranke Gäule zu haben. Egal, wie sehr der Henker sich anstrengt. Solche Tiere haben nicht die Kraft, einen Menschen zu zerreißen. Er wird bloß ordentlich gestreckt, mehr nicht. Und was soll ich tun? Er merkt, wenn ich die Pferde vertausche. Gute Frage. Ein erfahrener, reicher Henker wie er wird starke und gesunde Tiere haben. Ich könnte sie vergiften. Vergiften? Das könntest du? Würde sie das nicht umbringen? Ich mische nur eine kleine Menge in ihr Futter. Genug, um sie zu schwächen. Nun, wenn dir das gelänge, könnte es klappen. Die Pferde werden in seinem Lager sein. Okay, da steht doch der Plan, oder? Das sollte genügen. Puh. Danke. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo eigentlich jetzt das Lager ist, wo diese Quest eigentlich stattfinden soll. Dazu muss ich sie wahrscheinlich erstmal nochmal markieren. Wenn alle Stricke reißen. Ah, da hinten. Das ist vermutlich die Quest. Ja. Okay. Das ist also das Lager. Da befindet sich das. Gut. Ja, das könnte man direkt vielleicht noch... Dazu brauche ich, glaube ich, den Schutz der Dunkelheit und ein paar Vorbereitungen. Das wird nicht so einfach funktionieren. Insofern müssen wir dann doch wohl noch hier diese Nacht bleiben. Ich denke, das ist okay. Das ist die Frage, wann dann diese Hinrichtung stattfindet. Ewigzeit will ich auch nicht verstreichen lassen, aber jetzt diese ganze Tour zu machen und dann dafür zurückzukommen, ist auch blöd. Nee, wir machen das so. Wir werden da erstmal ganz unscheinbar hinreiten, mal am helllichten Tag so ein bisschen die Lage erkunden und dann weitersehen. Gut, was wir aber vorher machen, und zwar zum Ende jetzt gewissermaßen dieser Staffel, wir werden, glaube ich, jetzt nochmal einen Trainingskampf machen. Sind auch in der Hauptstufe aufgestiegen, auch da können wir uns was auswählen. Oh, das ist ja wieder so viel, dass ich lieber nochmal nachgucken möchte. Nee, das werde ich jetzt nicht entscheiden, das machen wir später. Gut, also, wer jetzt keinen Bock darauf hat, ab jetzt werde ich nur da nochmal hinreiten zum Trainingsplatz und noch eine Runde trainieren. Ich weiß gar nicht, mit den Schlagwaffen oder mit dem Schwert, müssen wir mal gucken. Gleich mit der Keule. Diesmal ziehen wir uns aber eine Rüstung an. Ups, bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich bin total vom Weg abgekommen. Ich hätte da vorne runter müssen. Gott, wie oft bin ich hier schon lang geritten, hey Leute.
Tja, es schwirren mir hier einfach zu viele Aufgaben im Kopf herum. Ja! Über die man alle nachdenken muss. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie ein Gift... Oh ja, das müssen wir auch noch machen. Irgendein Gift herstellen. Oder kaufen. Ich meine, wir haben das Geld dafür, das ist auch kein Problem. Vielleicht haben wir aber auch noch was in unserem Vorrat. Wir haben ja einiges dabei. So, ich hoffe, er ist noch am Trainingsplatz. Reiten wir mal so schnell es geht hier durch. Diesmal werde ich nicht in Unterhosen kämpfen, sondern mir die Rüstung anziehen. Ihr habt mir gesagt, dass die... Es ist ja auch realistischer. Ich meinte, wer tut das, ne? Außerdem, die Holzknüppel machen wohl nicht viel Schaden an unserer schönen Rüstung. Wir werden uns nicht vollrüsten, sondern nur so. Dass es nicht ganz so doll wehtut. Gut, da sind wir. Dann lasst uns hier nochmal umziehen. So. Halt, nee. Umziehen wir ja hier. Okay. Kettenhaube, die Google legen wir ab. Den Gambeson ziehen wir an. Ja, von mir aus auch mit Panzerhandschuhen. Wenn, dann richtig, ne? Die Kyras, genau. So, die verzierten Beindinge, die brauchen wir nicht. Nehmen wir die mit Flicken und dann die Reiterstiefel. Okay, dann schauen wir mal. Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Gut, wir werden mal mit Holzschwertern üben. Ich frage mich, können wir hier bezahlen oder lernen wir hier was? Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht, ne? Perfekte Schläge. Ich meine, theoretisch weiß ich das. Ich guck mal. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Ah, schaut mal, hier kann man das mit Geld bezahlen. Das ist gut, das machen wir mal. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur... Was zur Hölle machst du da? Also, pass gut auf. Sehr schön. Wir haben so viel Geld, das ist jetzt der beste Weg für Verbesserungen. Das ziehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Kannst du mir zeigen, wie ich mich... Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. So, 180 zahlen wir auch so. Also, pass gut auf. Okay, wir haben sogar einen neuen Spezialisierungspunkt für Verteidigung. Da gucke ich doch glatt mal, wie gut wir jetzt sind. Wir sind auf Stufe 8 gekommen und können jetzt stählernder Schrecken. Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender als üblich. Das ist auch nicht schlecht, oder? Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich viel. Das finde ich gut. Das nehmen wir. Das lernen wir. Sehr cool. So, das ist ja wirklich ein guter Weg hier, noch sich ein bisschen zu verbessern, oder deutlich sogar. Können wir... Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Hier auch was kaufen. Selbstverständlich. Ja, sehr schön. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut. Also, pass gut. Okay. Und das Spiel treiben wir nochmal weiter. Axt interessiert uns nicht. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ich möchte über die... Gut, aber... Also, pass gut auf. Gut, neue Stufe erreicht. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Kein Punkt, aber immerhin eine Stufe. Stufe 9 haben wir jetzt im Schwertkampf. Ich habe hier immer noch einen Perk zu vergeben. Wir werden mal diese Federtechnik machen, wobei... also ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit diesen Kombos, weil gegen die guten Gegner, wo man die Kombos braucht, da habe ich das Gefühl, da kann man sie schwer anwenden. Aber gut. So, machen wir nochmal weiter mit der ganzen Geschichte. Perfekte Schläge. Warum habe ich mir das noch nicht angehört? Das gucken wir uns nochmal an. Riposten mit dem Schwert. Ich habe ein bisschen mit dem Schwert geübt und kenne die Grundlagen gut. Kannst du mir etwas Neues beibringen? Du bist ein ganz schönes Großmaul, was? Na gut,
Zeig mir, was du drauf hast. Ich bin bereit. Okay, das ist jetzt tatsächlich nochmal so eine theoretische Einführung. Dabei ist mir das ja durchaus bekannt. Stell dich hin, ah, verdammt, die Waffe und kämpf. Ja. Wenn du weißt, was du tust, zeige ich dir den einen oder anderen Kniff. Na los. Au. So, mein Freund. Na? Ich dachte, du wolltest mir einen Kniff zeigen. Das ist jetzt ein normaler Übungskampf. Trainieren wir eigentlich jetzt hier mit Langschwert oder mit Kurzschwert? Ah. Oh, jetzt hat er mich. Aber ich konnte gut blocken. Ah, ich erwische ihn nicht. Komisch. Na. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich durchdringen müsste, wird der entsprechende Sound nicht abgespielt. Jetzt müsste ich zum Beispiel einen Treffer machen. Naja. Ich hoffe, es bringt irgendwas fürs Training. Aber ich hatte erwartet, dass er mir noch was zeigt. Macht er aber nicht. Vielleicht, weil wir schon zu gut sind, oder? Ich weiß es nicht. Hier jetzt eben. Das müsste eigentlich ein Treffer gewesen sein. Auch das. Genug, das reicht. Okay. Das war gar nicht schlecht. Scheint, als wärst du bereit für die nächste Lektion. Gut, jetzt spitz die Ohren. Denn jetzt bekommst du das Wichtigste überhaupt zu hören. Es ist gut, wenn man angreifen und die Schläge seines Gegners abwehren kann. Aber das Beste ist, wenn man beides gleichzeitig kann. Mit einem meisterhaften Schlag wehrst du den Angriff deines Gegners ab und greifst ihn gleichzeitig an. Ja. Die Frage ist, ob das jetzt eigentlich erst freigeschaltet wird, diese Option, ob ich das bisher gar nicht machen konnte. Ja, dann hau mal zu. Na gut, dann hau ich ihm zu. Siehst du? Angriff und Abwehr in einem. Gegen diese Technik gibt es keine Verteidigung, wenn sie gut ausgeführt ist. Du musst den Schlag deines Gegners im richtigen Moment abwehren und deine Bewegung an seine anpassen. Schaffst du das, ist der Kampf gewonnen. Versuch's mal. Ich greife an, du parierst. Okay. Falsch! Wenn du einen Block direkt... Ja, okay, perfekter Block, das ist klar mit dem Grün. Nein, nein, nein! Na ja, ja, hör mal auf, ich lese gerade. Genau! Naja, okay, alles klar. Gut, das wusste ich ja im Prinzip schon. Sehr gut! Sehr gut! Okay. Gut, wir haben was gelernt, Leute. Und wir haben sogar einen Spezialisierungspunkt nochmal für den Schwertkampf bekommen. Wir sind jetzt auf 10. Hey, Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden nochmal uns ein bisschen Ausbildung kaufen. Und zwar für das Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich! Gut. Ich möchte meine Technik verfeinern. Gut, aber nur gegen Silber. Mhm. So, jetzt, 540. Komm, da wären wir jetzt natürlich falsch. Ist das nicht etwas viel? Mal gucken, eigentlich muss er uns mögen, oder? Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Gut, aber nur gegen Silber. Sehr schön. Okay, Leute. Da haben wir uns doch jetzt durchaus signifikant verbessert. Und wir können damit...
weitere Tricks lernen. Ich bleibe jetzt mal beim Kurzschwert und das wäre das Halbschwert. Täusche einen Angriff an und halte dich nach dessen Abwehr nicht zurück, sondern gehe nach vorne. Ergreife die Mitte deiner Klinge mit deiner freien Hand, mit der vollen Kraft deiner beiden Arme und stoße die Spitze in die Brust deines Gegners. Okay, unten, Mitte, Mitte. Auf jeden Fall nur drei Sachen. Das könnte man also durchaus mal versuchen zu praktizieren. Gut, liebe Leute, damit haben wir das erstmal erledigt. Als beim nächsten Mal werden wir von hier aus mal am Tage hier das Lager des Kuttenberger Henkers uns anschauen und dann mal sehen, wie wir da am besten weiter vorgehen. Wir müssen auch nochmal prüfen, ob wir Gift haben, ob wir Wasser haben. All diese Dinge müssen natürlich vorbereitet sein. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.